In Teil 2 von Stadtbereich wird es dann um diesen Bereich hier gehen. Also hier oben ist ja noch die Kirche und dann hier die Mauer mit der Straße, die da hinten zur Schleuse führen wird. Und um diese Abstufung hier Richtung Hafenbecken hinzubekommen, werden hier die Gebäude einmal hier oben aufgesetzt und dann in der Reihe bis nach hinten. Und dann hier stufig nach unten, bis wir dann hier unten zu der kleinen Hafenstraße kommen werden. Ja, die ganzen Gebäude werde ich aus Gebäudebausätzen, aber auch aus schon bestehenden, fertig gebauten Bausätzen herstellen. Diese Gebäude habe ich im Laufe der Jahre gesammelt und werde sie dann ineinander einfügen, zuschneiden mit einem Dremel, sodass dann auch nicht alles immer nur rechtwinklig ist. Ich habe jetzt erstmal eine Stellprobe gemacht mit den bereits gebauten Gebäuden. Dieses Eckgebäude hier vorne ist auf jeden Fall gesetzt. Das wird dort bleiben. Bei den Gebäuden hier hinten bin ich mir noch nicht ganz sicher. Diese beiden Fallergebäude werde ich vielleicht nochmal austauschen. Da komme ich aber da nochmal zu. Und diese beiden hier, dazu habe ich mich eigentlich auch schon entschieden, dass die dort bleiben werden, weil die halt gut zusammenpassen, sind halt die gleichen Gebäude, ne? Aber ich könnte die dann ungefähr so, dass die Fenster auch in der gleichen Höhe sind, zusammenbringen. Die Lücke wird natürlich geschlossen, weil die Gebäude dann noch ein bisschen da ranrücken. Ja, ich denke, das ist erstmal auf den ersten Blick gesehen die richtige Kombination. Ja, hier vorne kommt natürlich auch noch ein Gehweg hin. Wie ich den genau machen werde, ob ich den mit Trittschalldämmung mache oder ob ich den tatsächlich auch mit diesen einzelnen Gehwegplatten mache, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das wird in der Bauphase dann entschieden. So, erstmal die Teile, die wir nicht benötigen, einfach ab. Brauchen wir eigentlich groß zimperlich sein, nur vorsichtig sein, dass man sich nicht in die Finger schneidet. Aber ansonsten einfach das Messer ansetzen, ein bisschen hin und her biegen. Und dann kriegt man das in der Regel schon ab. So, bei beiden Gebäuden habe ich jetzt die Fronten frei gemacht, sodass sie jetzt gut zueinander passen, aber die sollen ja versetzt angebracht werden. Jetzt muss man halt mal überlegen, wie man das am besten macht, um da oben zum Beispiel auch das Fenster zu schließen am Giebel. Das ist jetzt schwer zu sehen. Hier haben wir halt die bräunliche Mauer, die ja jetzt auch versetzt ist. Aber wie ihr ja vorhin gesehen habt, geht die Straße ja so schräg runter. Das heißt, so ungefähr die Straße verlaufen. Das heißt, das hier muss auch noch alles ein bisschen angepasst werden.
So, die ersten drei Häuser sind jetzt angebracht. Das war auch gar nicht so schwer. Ich zeige gleich mal, wie es hier von innen aussieht. Schwieriger sind dann die Dächer. Gerade hier, wenn es so ein leicht Schrägdach ist und hier das auch noch leicht angeschrägt ist, dann ist es das Beste, man arbeitet mit verschiedenen Schablonen. Die habe ich mir aus Trittschalldämmung gemacht und dann die Winkel entsprechend so angepasst, dass die einzelnen Dachelemente dann auch plan abschließen mit dem nächsten Dach. Ja, das Ganze ist jetzt so auch noch abnehmbar. Das heißt, ich kann es hier anheben. Und dann komplett abnehmen. Von unten auch noch alles hohl. Und dann kann ich mich noch immer entscheiden, ob ich das hier mit diesem Papier mache, dass dann vorne die Gardinen zu sehen sind. Oder ob ich auch eine komplette Inneneinrichtung mache. Die kann ich dann hier einfach draufsetzen. Gebäude von oben wieder drauf. Und ja, da bin ich dann auch flexibel. Ich werde jetzt am Anfang erstmal dieses schwarze Papier mit den Gardinen reinmachen. Und hier einfach Beleuchtungssockel draufsetzen, sodass ich auch vorankomme. Und wenn ich dann irgendwann Zeit und Lust habe, dann werde ich das Ganze auch noch mit Innenausstattung machen. Für das Hafenviertel sind jetzt soweit erstmal alle aufgebaut. Da haben wir zum einen hier vorne einmal die Metzgerei Dold von Faller. Dann hier als nächstes das Stadthaus Allianz Tee und Gewürze, auch von Faller. Ich meine, dass beide Gebäude früher mal von Pola waren. Dann haben wir hier dieses Winkelstadthaus, auch von der Firma Faller. Das habe ich gewählt, weil es fast genau den Winkel hat, den ich hier benötige, um hier einmal parallel zur Straße zu sein und natürlich auch hier unten parallel zur Hafenstraße zu sein. Leider bleibt hier noch so ein kleiner Schlitz, aber den werde ich noch schließen. Entweder nehme ich hier vom Gebäude noch ein bisschen was weg oder ich schließe den Schlitz hier. Ich habe hier auch noch einen Rest vom Dach und hier vorne, das kann ich mit einer Planke zumachen, sodass wir dann haargenau den Winkel haben, den ich haben wollte. Ja, diese drei Gebäude hier, vier Gebäude sind sogar, sind alte Vollmer-Gebäude, die schon gebaut waren.
Die habe ich einfach nur noch ein bisschen gealtert, ein bisschen sauber gemacht hier und da und dann zusammengesetzt. Das habt ihr ja schon gesehen. Und daran anschließend jetzt hier sind das Gebäude von der Firma Jouef. Ein uralter Bausatz. Moment, ich kann euch das mal eben zeigen. Dafür hatte ich drei Pakete. Wie man sieht, sehr einfach gehalten, die Gebäude. Die habe ich natürlich alle entsprechend umlackiert und umgebaut. Und auch hier diesen Winkel hier mit eingebaut. Das war ein bisschen tricky hier mit dem Dach, aber ich finde, es ist wirklich gut geworden. Ja, hier kommen noch Balkone dran. Man sieht es hier schon angedeutet. Die werde ich hier auch noch mit ransetzen, sodass dann eigentlich die Gebäude erstmal ja, fertig sind. Den Innenhof zeige ich euch gleich nochmal eben. Da wird auch noch ein bisschen was passieren. Und ja, gealtert werden die Gebäude natürlich auch noch. Also das Dach hier wird auf jeden Fall noch um einiges schmutziger. Das ist viel zu hell. Aber es sollte diesen Grundton von Grünspan haben. So wie hier im Hintergrund auch die Kirche. Das muss also noch um einiges dunkler werden. Und das Kupferdach von diesem Gebäude hier habe ich jetzt erstmal so gelassen. Da werde ich genauso wie hier bei der Kuppel hier vorne auch nur leicht diesen Grünspan andeuten und natürlich auch noch eine Alterung mit einbauen. Ebenso bei diesem Gebäude, da ist auch noch so also ein Kupferdach hier vorne. Das werde ich auch noch entsprechend behandeln. Ja, so ergibt es für mich erstmal soweit ein stimmiges Bild. Was mir leider jetzt aufgefallen ist, was mich jetzt aber nicht sonderlich stört, ist, dass dieses Gebäude hier natürlich maßstabsgerecht nicht zu diesen Vollmergebäuden und auch nicht zu diesen beiden Gebäuden von Faller passt. Man sieht es hier an den Etagen, an den Fenstern, die sind wesentlich größer als die anderen Fenster. Das fällt aber nur auf, wenn man wirklich genau hinschaut. Wenn man jetzt so das Gesamtbild einmal betrachtet, dann passt es für mich eigentlich. Was Ähnliches haben wir da hinten auch im Stadtbereich, das könnt ihr jetzt nicht sehen im Bild. Da habe ich ja auch dieses Winkelhaus von der Firma Kibri, was auch im Maßstab etwas anders ist als die anderen Gebäude. Ja, aber wie gesagt, finde ich soweit nicht schlimm, werde ich auch so lassen. Als nächstes folgt jetzt hier dann noch der Bürgersteig, der hier einmal runterführen wird und natürlich auch hier um die Ecke geht und auch hinter dem Gebäude entsprechend weitergeführt wird. Das werde ich wie gehabt, wie schon auch häufiger gesehen in anderen Videos, mit diesen Gehwegplatten machen und den Randsteinen, sodass das alles mehr oder weniger zueinander passt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, die Gebäude sind, hatte ich ja auch schon angedeutet, soweit alle aus diesem Segment, Modul, wie man das auch mal bezeichnen möchte, herausnehmbar. Diese hier vorne sowieso noch, weil die einfach nur erstmal Probe gestellt sind. Die werden aber trotzdem dann alle herausnehmbar sein. Aber auch diese hier sind einfach nur aufgesetzt, ne? Also die kann ich jederzeit wieder rausnehmen, um dann vielleicht noch irgendwelche Anpassungen vorzunehmen. Weil die sind ja alle farblich behandelt. Wenn mir irgendwas in dieser Farbe nicht gefällt oder so, kann ich das auch nochmal anders einfärben. Die Gebäude, die ich neu gebaut habe, sind auch soweit nur so weit zusammengeklebt, wie es sein muss. Also ich kann hier zum Beispiel auch das Dach noch abnehmen. Ja, also könnte ich da auch noch die Inneneinrichtung später noch mit reinmachen. Genauso das Dach hier, das ist auch lose. Das hier auch. Das muss ich immer noch mal schauen, ob ich das so lassen kann. Ja. Diese hier sind alle von unten erreichbar, das heißt, wenn ich die rausnehme, habe ich von unten alles offen. Und auch diese lange Häuserzeile hier hinten, wie man sieht, wird dann noch herausgenommen. So. Mal wieder einigermaßen hinstellen, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie es dann aussehen wird. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal den Innenhof. Ja, hier seht ihr das Ganze auch nochmal von der anderen Seite.
das, was jetzt hier noch helles Holz ist, das wird jetzt Bürgersteig. Und dann nochmal die Perspektive von oben in den Innenhof. Da steht jetzt ein Baum von MBR drin, das ist eine Buche, mittelgroß. Und da drin seht ihr noch ein Gebäude, was zur Metzgerei Dold gehört, da hinten, wo auch der ja, etwas größere Balkon ist. Das werde ich da noch mit einbauen. Genau, und das hier unten wird dann auch von den Höhen entsprechend angepasst. Bisschen Mauern noch dazwischen, ein paar Wege dazwischen. Ja, Hinterhof halt. Auch noch Wäscheleinen und so weiter. Das kommt noch alles mit dazu. So, das Hafenbecken habe ich jetzt hier mal herausgenommen. Das soll auch später herausnehmbar sein, um immer mal wieder Arbeiten im hinteren Bereich machen zu können. Oder wenn mal irgendwie ein Zug stehen bleibt oder so, ist das halt mal eine Notfallalternative, um auch noch weiter hinten dran kommen zu können. Und jetzt passt es natürlich super, dass ich dann hier in dieses Loch reinsteigen kann, um jetzt an dieser Hafenzeilenhäuserzeile weiterarbeiten zu können. Der nächste Schritt ist jetzt aus Trittschalldämmung den Bürgersteig zu formen. So, dann wollen wir mal anfangen. So, erstmal den einen Bordstein, den ich hier drin hatte. Und den habe ich schon rausgenommen. So, um den jetzt anzupassen, sollte der natürlich möglichst überall dort dran liegen, auch hier ums Eck. Okay, das passt soweit alles. Und damit er jetzt beim Zuschneiden nicht verrutscht, werde ich ihn hier hinten ein bisschen mit Malerkrepp fixieren. Auf der Straße würde ich das nicht machen, weil sich da im schlimmsten Fall beim Ablösen des Klebebands die Farbe auch wieder mit ablösen kann. So, das Schleusentor Dings mal weg. Und das würde natürlich dann unschöne Flecken machen und natürlich auch Mehrarbeit bedeuten, die man nicht unbedingt haben muss. So, deshalb fixiere ich das jetzt hier, sodass es nicht weg kann. Und jetzt mal eben gucken. Es scheint durch. Also kann ich das auch so. Jetzt würde ich mit dem Cutter einfach mal anfangen, die Stelle zu finden, wo ich anfangen kann zu schneiden. In der Hoffnung, funktioniert ganz gut. Verlegen dieser Platten bleibt es natürlich nicht aus, dass hier teilweise so kleine Ritzen noch überbleiben. Dafür gibt es dann so einen Beutel mit so
um Pulver dazu. Und das kann man jetzt da auftragen und dann sind die Ritzen wieder zu. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen was auf den Pinsel. So, dann wird das alles schön ein bisschen verteilt. Mal sehen, mit der Kamera ist jetzt gerade ein bisschen schwer. Einfach so mit dem Pinsel immer hin und her. Ein bisschen in die Fugen reinmachen, also eigentlich so wie im echten Leben. Wenn man Platten legt, macht man ja auch Sand dazwischen. Das ist also jetzt hier 1 zu 87 Sand sozusagen. Genau. Man kann es, glaube ich, schon ganz gut erkennen. Wenn es zu viel ist, ein bisschen wieder rausmachen, weil die Konturen von den Platten sollen ja auch sichtbar bleiben. So, nochmal ein bisschen Nachschub. Also fixieren braucht man das eigentlich nicht, wenn das einmal drauf ist. Wenn man da nicht unbedingt beim Staubsauger dann nochmal drüber geht, dann bleibt das auch drin. Und selbst wenn mal was rausgeht, kann man mit dem Pulver ja immer nochmal wieder beigehen und wieder ein bisschen mehr drauf machen. Ich glaube, das ist so deutlich geworden jetzt. Da kommen natürlich auch noch Halterungsfarben drauf, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen kommt noch was. Und zum Beispiel auch ein bisschen grün, so Moosansätze. Aber das mache ich alles mit Pulverfarben. Und das werde ich euch dann zeigen. So. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, was meint ihr? Zum Abschluss zeige ich euch jetzt nochmal die fertigen Gebäude, die auch soweit alle schon eingepasst sind jetzt in diesem kleinen Segment. Wie ich ja schon erwähnt hatte, wollte ich das Dach hier hinten, das grün war mit Grünspan, erheblich noch abdunkeln. Was ich auch getan habe, ich habe hier hauptsächlich Pulverfarben verwendet, aber zuerst habe ich eine ganz dünne Lasur mit German Black Brown von Vallejo angesetzt und die einmal mit dem Pinsel komplett aufgetragen, ne, sodass sich in den Ritzen und in den Kanten und so weiter
da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Dreck absetzt. Dann das Ganze einmal komplett trocknen lassen. Das Ganze ein bisschen abgedunkelt. In diesem Fall sind das diese hier gewesen. Genau. Vorsichtig, nicht zu viel nehmen. An manchen Stellen ist mir das passiert, aber das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Aber hier beispielsweise kann man das sehen und hier und auch dort hinten. Verglichen mit echten Dächern, was ich in letzter Zeit halt auch häufiger beobachtet habe, ist es aber in der Tat so, dass auch mal solche dunkleren Flächen mit auftauchen. Also es ist schon durchaus realistisch. Der Unterschied zwischen diesem Dach und diesem Dach war ja, dass das hier einmal komplett in Grünspan eingefärbt war, also die Grundfarbe Grünspan war, und ich dann die dunkle Lasur und dann nachher auch noch die Pulverfarbe aufgetragen habe. Bei diesem Dach, das war ja original Kupferfarben, dort habe ich dann mit einem Pinsel ganz dünn eine Lasur mit dem Grünspan aufgetragen und das dann trocknen lassen, nochmal ganz dünn ein bisschen was aufgetragen. Man sieht hier also überall noch so ein bisschen dieses echte, also dieses kupferfarbene Durchschimmern. Kommt jetzt vielleicht in der Kamera nicht ganz so rüber, aber man sieht es noch stellenweise. Und nachdem das dann durchgetrocknet war, habe ich auch hier noch mit Pulverfarben einige Stellen komplett abgedunkelt. Auch diese beiden Gebäude sind dann zum Schluss am Dach noch mit Pulverfarben behandelt worden, auch mit Lasur. Auch die Fronten nochmal teilweise, aber nicht so stark. Vielleicht muss ich da nochmal ran. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, das werde ich dann später beurteilen, wenn das Ganze eingebaut ist. Auch hier die Wandflächen, man sieht es kaum, aber auch diese sind alle mit einer dunklen Lasur nochmal überzogen worden. Auch hier werde ich vermutlich nochmal ran müssen. Aber zunächst würde ich sagen, reicht das Ergebnis für mich, um dieses Projekt erstmal abzuschließen. Zumindest was die Alterung angeht. Der Bürgersteig ist hier auch fertiggestellt. Auch hier unten ein paar Alterungsfarben, ein paar kleine Gräser noch mit aufgestreut. Und hier vorne werde ich dann auch gleich nochmal in Detailaufnahmen zeigen. Habe ich auch noch ein paar Schilder aufgestellt. Hier vorne steht auch noch eins. Und noch eine Leitplanke. Und hier auf der Rückseite sind auch noch einige Dinge dazu gekommen. Da zeige ich euch gleich nochmal ein paar Aufnahmen oder macht das jetzt parallel. Genau, so. Den Innenhof hatte ich fertig gestaltet, hatte ich ja auch schon Bilder gezeigt. Und dann folgt jetzt zum Schluss noch, aber das gehört dann zum nächsten Projekt, nämlich zum Projekt Hafen, die Hafenstraße hier. Ja, also dieser ganze Bereich hier muss natürlich noch fertiggestellt werden und auch angepasst werden an diesen Bürgersteig. Den Bürgersteig habe ich hier noch nicht gemacht, weil meine Gehwegplatten, die ich bestellt hatte, leider noch nicht geliefert wurden. Es kann auch noch ein paar Tage dauern, wenn nicht sogar ein, zwei Wochen. Und insofern warte ich hier noch und ich bin auch noch im Überlegen, ob ich hier tatsächlich Gehwegplatten mache oder vielleicht auch irgendeine Art Kopfsteinpflaster. Das muss ich mal überlegen. Wahrscheinlich werden es aber Gehwegplatten und auch diese Kernsteine. Aber das hier wird auf jeden Fall Kopfsteinpflaster. Also die Hafenstraße mit Kopfsteinpflaster, die passt sich dann an den Kai auch so ein bisschen, an die Kaimauer ein bisschen mit an. Ja, und hier dieser Bereich, den werde ich dann übergehen lassen von Kopfsteinpflaster zur Teerstraße. Vielleicht auch hier und da ein bisschen aufgebrochen. Das muss ich dann nochmal schauen. Ja, also ich würde sagen, das Projekt ist für mich jetzt erstmal fertig. Ich werde sicherlich ja, später auch nochmal ein bisschen weiter basteln. Auch die Inneneinrichtung hier von diesen beiden Gebäuden, von den Geschäften hier unten, fehlt ja noch. Und mal schauen, vielleicht mache ich in den anderen Gebäuden auch nochmal was. Aber das wird eher später was. Also im Moment ist das Thema für mich erstmal abgeschlossen. ja, dann werde ich jetzt in den nächsten Folgen mit dem Hafen starten. Da hatte ich ja auch schon mal, ich glaube im letzten oder vorletzten Video,
schon mal ein Preview gegeben, was da kommen wird. Und ja, das wird aber noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil ich auch noch ein paar Tests machen muss. Und ihr wisst ja, dass ich ein Forum habe, das Merk den H0 Forum auf Facebook. Und das hat dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Und das feiern wir im November. Und da gibt es noch einiges vorzubereiten und zu planen, organisieren. Deshalb werden die nächsten Wochen erstmal für das Treffen da sein. Gut, aber schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich freue mich ganz riesig über 1000 Abonnenten. Mittlerweile sind es, glaube ich, sogar schon 1005. Freue mich da richtig drüber und ja, ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao!